Lasst uns um die Quest später kümmern. Gehen wir erstmal zum zweiten Gigaleuchtturm. Habe ich vor, zumindest. Ja, die überlegen ja, was er schon vorhaben könnte, der böse Steckdorf. Der hat uns ja tatsächlich letztens besucht gehabt. Und, naja, ich würde nicht sagen, er hat uns gedroht, aber er hat uns auf jeden Fall eingeschüchtert. Und das kann sehr gefährlich sein. Wir haben jetzt endlich Müllasse gesammelt, damit die Rakete aufgeladen ist. Und jetzt können wir die Mauern um der Gigaleuchtturminsel herum zerschmettern. Ne, Stromas? Ja, auf jeden Fall. Schnell, macht schnell. Ja, wir sind jetzt fast da. Hey, Moment. Müssen wir die Insel sehen? Ich bin ready. Da. Abmarsch, Abmarsch. Ja. Jetzt. Geht so schnell vorbei. Der Plan ist also nach wie vor, diese Rakete einfach gegen die Mauer zu ballern, ja? Dr. Weizen, die Gigaleuchtturminsel ist bereits zu sehen. Dann wollen wir mal. Es gibt da bloß ein klitzekleines Problem, das ich noch immer nicht ganz gelöst habe. Ich habe bislang keinen Weg gefunden, die Flugbahn der Rakete perfekt zu stabilisieren. Im schlimmsten Falle könnte die Rakete ins Taumeln geraten und die Mauer verfehlen. Kann man da denn gar nichts machen? Ich habe eine Fernbedienung entworfen, aber sie funktioniert nur in direkter Nähe der Rakete. Also könnte jemand an Bord gehen und die Rakete von innen steuern? Wir reden ja aber schon von... Schon noch über die Rakete, die am Ende explodieren soll? Also kann auch niemand draufsteigen. Hey, was soll das werden? Hä? Ihr wollt sie steuern? Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt, was die Explosion betrifft? Ihr habt uns aus der Patsche geholfen. Und jetzt sind wir auch mal dran. Das ist die Gelegenheit für Team 4 zu zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Die Gelegenheit. Ich weiß, ich bin kein Genie wie Dr. Holzen. Ich bin auch nicht so elegant und anmutig wie Prinzessin Peach. Und ich höre immer auf mein Bauchgefühl, statt erstmal vernünftig nachzudenken. Vielleicht bin ich ja nicht mal wirklich als Anführerin geeignet, aber trotzdem. Ich will einfach helfen. Seid ihr sicher? Wollt ihr das wirklich wagen? Mich hat sie überzeugt. Los geht's. Was? Was? Oh, okay. Wie? Cooler Fadeout in der Cutscene. Hoffen wir mal, dass das gut geht und die im Wasser landen oder sicher auf der Insel und nicht mit explodieren. Warum müssen wir überhaupt alle vier mitgehen? Reicht nicht einer? Oh Mann. Na gut, das ist auch ein großer Verlust. Na komm, Teamwork! Ihr kriegt das hin! Barbie! Mit Entschlossenheit sterben! Also die Explosion hat funktioniert. Da ist jetzt ein Loch. Nein! Die sind jetzt aber nicht tot, oder? Das ist jetzt ein Troll, oder? Die Mission war ein voller Erfolg. Nun können wir die Insel über die große Kanone erreichen. Aber was ist mit dem Work? Geht's ihnen gut? Dazu liegen mir leider keine Daten vor. Ich glaube aber schon, dass sie tot sind. Oh, ich verstehe. Mann, Luigi, wir zählen auf euch. Auf zur großen Kanone! Ich komme auch mit. Ja, dich kann man eh nicht stoppen. Passt gut auf euch auf. Wee wee. Dann let's go. Wieso düsen wir hier ab? Es geht hier ab. wie sieht's eigentlich gerade aus? Luigi bräuchte hier. Glücklicherweise kann man hier drüben bei dem Toad einfach sich kostenlos jederzeit heilen lassen. Ich weiß nicht, warum er nicht einfach ein Block ist, also warum er nicht einfach so ein Heilblock ist. Man muss hier auf der Insel mit Toad reden. Keine Ahnung. Der gibt einem anscheinend eine Massage, dann geht's einem besser. Und ja, komisch, vor allem weil da oben ja auch ein Bett ist. Wieso können wir nicht einfach in Künettas Bett schlafen? Mhm. Na gut, was soll's. Stopp. Stopp. Aus. Jetzt bin ich gerade vorbei, oder? Wo ist es? Wo ist es? Nein, links, 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 links. Nein. Gerade dran vorbei. Ja, stopp. Turbo aus. Seltsam. Egal. Auf zur zweiten Gigaleuchtturminsel. Let's go! Ich sollte eigentlich gut vorbereitet sein. Eigentlich. Mal schauen.
was für Überraschungen auf uns zukommen werden, wenn überhaupt. Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt die Landung bitte noch hinkriegen. Sehr gut. Perfekt. Bilderbuchlandung. Polychromers Gigaleuchtturminsel. Ein Haufen Müll ist hier. Aber der Turm ist ja jetzt schon da. Komisch. Uff. Warte mal. War das nicht das Geräusch von... Ach, von euch, ihr lebt ja noch. Sand im Mund. T-Berg, lässt's krachen. Oh yeah. Das hat ganz schön Angst gemacht. Warum ist der Pfeil irgendwo da oben, wenn ihr Mund da unten ist? Egal. Das war eine richtig blöde Idee. Au, au, au. Sind wir jetzt Geister? Mir ist schlecht. Teamwork, ich danke euch für euren Mut. Bitte ruht euch jetzt aus. Prinzessin Peach hat sich große Sorgen um euch gemacht. Den Rest machen jetzt Mario und Luigi. Gut. Irgendwer muss mal einen Counter machen, wie oft das die Namen Mario und Luigi fallen in diesem Spiel. Der zweite Gigaleuchtturm. Ja, seltsam. Der ist schon direkt hier vorne. Ist auch eine kleinere Insel, tatsächlich, als die erste. Aber von der Länge her vermutlich nicht. Wahrscheinlich gleich lang. Bringen wir ihn wieder zum Leuchten und dann weiter zum nächsten Meer. Klingt nach einem Plan. Dann mal los! Ah. Es geht hier noch irgendein Gebäude rein. Verstehe. Okay, ihr entspannt euch erstmal. Ihr braucht ja eine Erholung. Okay, hier ist eine Abkürzung zurück zum Anfang. Für später vermutlich. Gut, gut. Ich gehe auch mal davon aus, dass diese beiden Missionen später noch möglich sein werden. Oh, ich sehe gerade. Sobald ich das hier habe, kriege ich da die Goofy und dann kann ich die hier benutzen. Ah. Oh, die beiden hängen zusammen. Na gut, aber ich hatte jetzt eh keine Lust mehr auf Missionen. Die machen wir einfach danach. Haben wir halt jetzt schlechteres Equipment für den Boss. Ist nicht so schlimm. Oder wir kommen früher als erwartet wieder zurück. Also, zurück mit der Abkürzung hier raus. Vielleicht mache ich das dann eben offscreen und zeige ich das Ergebnis. Keine Ahnung. Jetzt ist halt die Frage. Hier hinein? Oder da rechts lang? Ich glaube, hier können wir gleich rein, oder? Nein, 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 es geht nicht, Mann, Mario. Oh, Mann. Da können wir wohl nicht so einfach reinspazieren, was? Nö. Aber dafür da unten. Boing, boing, jupp. Die Kugel ist im Loch. Ich wiederhole, die Kugel ist im Loch. Ich denke mal da unten lang, oder? Da war was. Das sind Blöcke. Wie komme ich jetzt in den Blöcken? Hier lang? Aha, 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 aha. Boing. Guck mal, die sind sogar tief. Damit man die auch als Ball benutzen kann. Oder aktivieren kann. Sind direkt über einem. Die Kamera lässt es nur leider nicht anzeigen, aber das sind sie tatsächlich. Hier ist nichts. Gut. Da komme ich nicht lang. Irgendwie dieser Sound, die ganze Zeit von diesen Bällen. Die hören sich halt wirklich an, die Brüder, als wären sie Bällen. Als wären sie ein Ball. Bällen? Dumm? Was? Manchmal kommt er da durch, manchmal nicht. Seltsam. Nee, warte, stopp. Hier geht's weiter. Aber ich will gerne den Block. Na komm, gib mir den Inhalt. Ein Pilz. Ein stinknormaler, langweiliger, verfressener Pilz. Ich glaube, da drüben könnte was sein. Schauen wir mal. Ja, dachte ich mir. Einen Superpilz. Der hat sich super gelohnt. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Jetzt sagt mir nicht, das war alles nur, um diese Blöcke zu bekommen. Ernsthaft jetzt? Geht's hier nirgends weiter? Okay, dann war dieser Schrotthaufen am Anfang wirklich nur... Naja. Nur halt das, was wir gerade gemacht haben. Bedeutet, die eigentliche Herausforderung wird der Gigaleuchtturm selber? Ja gut, wir wussten ja jetzt auch zum Beispiel nicht, wie wir da reinkommen.
Wir kommen ja zum Beispiel dann auch nur von oben da hinein. Warte mal, war ich da schon? In der Richtung hier? Ich gucke nur kurz nach. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier schon war. Am Ende verpasse ich nämlich sonst was. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ach nee, nee, ich Idiot. Ich dachte, ich komme ja jetzt da noch ganz rechts lang. Aber nein, 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 das ist ja der Rückweg für später. Nee, nee. Jetzt gehe ich gerade wieder falsch. Ich bin schlau. Bestimmt. Nicht. Hier lang. Oder? Okay. Blöcke. Frischwurz, Sirup. Nett. Aber hier geht's nicht lang. Hm. Wie jetzt? Dun, 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 dun. Hier ist ja nur Bonus. Was? Hier geht's gar nicht lang? Hä? Ich versuch's nochmal. War hier ein Tipp? Im Dialog? Da können wir wohl einfach reinspazieren. Was dann? Ha. Ich kann nicht auch nicht lang springen. Ich gehe nochmal zurück zum Strand. Vielleicht kann mir Teamwork irgendwie helfen. Oder Conetta? Hm. Du auf jeden Fall nicht. Ihr vielleicht. Ich bin noch voll am Zittern vor Aufregung. Das war der absolute Wahnsinn. Sowas müssen wir unbedingt mal wieder machen. Ich dachte, das war ein Fehler. Was denn jetzt? Entscheidet euch mal. Da können wir nicht lang. Nicht, Freunde. Ich bin leider ein bisschen überfragt. Hm. Echt keine Ahnung. Und zurück dürfen wir übrigens auch nicht. Funktioniert nicht. Also die Goldröhre funktioniert im Moment nicht. Ne, wir müssen auf jeden Fall irgendwie da reinkommen. Aber ich frag mich wirklich, wie. Ich habe vermutlich einfach irgendwas hier in der Ball-Section irgendwie übersehen oder so. Hier muss es doch noch irgendwo anders weiter lang gehen. Oh. Seht ihr das? Kann ich die Map irgendwie anzoomen? Nee. Was ist das denn gerade für ein komischer Bug? Nee, ich kann nicht ranzoomen. Aber da unten sehe ich so ein Röhrensymbol. Also ich glaube, wenn wir noch ganz, mal ganz unten gehen, oder rollen besser gesagt, werden wir irgendeine Röhre finden, die uns da unten rauslässt. Ja, doch. Ah, hier vielleicht eher nicht, oder? Ich glaube hier, die unter mir, die Röhre. Oder der Röhrenpfad. Ja, warte, wie komme ich da nochmal hin? Komme ich da noch mal hin? Moment, hier lang? Bisschen schwer zu sehen, aber wir haben's. Dann hier lang. Aha. Das habe ich nicht gefunden? Kann das sein, dass ich wirklich jeden einzelnen Weg abgegangen bin, aber dem Weg nicht? Oh Mann. Auch mal wieder nur mein Glück. So, Cornetta, hoffe, du bist glücklich. Wir haben es geschafft. Und nein, das ist hier kein Rückweg, sondern der wahre einzige Eingang. Oh ja, erstmal ein bisschen Geld sammeln. Ja, pass auf, dass du diesen Rübenoper nicht rausziehst, ja? Danke. Ja, ich gehe ja schon. Oder kommen wir schon, keine Ahnung. Nämlich schon wieder ein Pikmin, dieser Ort. Oh Gott, wieder so eine Höhle. War aber zu erwarten. Untergrund Nummer Uno. Nicht aus. Daraus kommt gleich. Oh je, wieder Monster. Was hast du gesagt? Geht nur ohne mich weiter. Okay. Mario. Luigi, mit dir spreche ich. Frischwurz. Oh, ihr schon wieder. Warum seid ihr so schnell? Wie seid ihr so schnell geworden? Also, ich werde auf jeden Fall noch kämpfen. Aber ich versuche nicht so viel zu kämpfen. Ich will den Boss ja auch spannend machen. Deshalb habe ich ja auch die Quest noch nicht gemacht mit den krassen Stiefeln. Ich will es ja ein bisschen spannend noch machen. Und warum habe ich Konterverstärker drin? Das war nicht geplant tatsächlich. Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Und ich lasse mich sogar treffen. Let's go! Miau. Gib mir mal andere Stecker. Nein, Stecker. Down. Excellence Bellona.
Der kann gerne rein. Weil warum nicht, ne? Ansonsten. Hammerattacken. Luft. Nee, beides nicht so gut hier tatsächlich. Pilzematik ist eigentlich immer gut. Kann man eigentlich immer sehr gut gebrauchen, sehr gut benutzen. Habe ich diesen Maxo-Pilz? Oder Item Aufmotzer? Ist es das? Werden Items erhöht oder Schadenseffekte erhöht? Items zurückgeschattet? Habe ich den noch gar nicht? Naja, wie auch immer, I guess. Oder wir tun was anderes rein. Habe ich doch noch nicht. Explodierer könnt ihr aber rein tun. So, wie schmeckt euch ein bisschen Blitz und Donner? Nein! Und jetzt! Mist, ich hab's versaut. Ich hab's zweimal versaut. Aber hey, zumindest. Sorry für den Lärm. Zumindest. Aufgeladen, cool. Sind ein paar gestorben. So, und der Rest kommt nach in die Hölle! Bam! Ich wollte gerade sagen, der lebt noch? Nee. Hat ein bisschen gedauert, bis sie umgekippt sind. Die Gegner haben selber nicht realisiert, dass sie down sind. Ja, was denn? Ich konnte doch nichts machen. Das war auch jetzt lame. Ich konnte nichts machen. Oh, die haben eine große Hitbox. Ist einfach, die zu treffen. Egal in welcher Formation. Ah, Mist. Bonk. Bonk. Ja, den ersten habe ich zwar jetzt nicht getroffen, aber... Passt schon. Warum? Ey! Warum gehen alle nur auf Luigi? Was soll der Blödsinn? Was soll der Mist? Ja, ist okay. Mein Gott. Luigi. Versuchen wir es erneut. Naja, B. Sorry, sonst muss man in diesem Spiel auch alles mit A machen bei Luigi. Und ja, das nutze ich jetzt immer als Ausrede. Und ja, das brötzelt deren Hirne weg. Vor allem macht es ja auch zweimal Schaden. Also, zack und dann nochmal ein Blitz. Wodurch beim ersten Blitz die ganzen Helme wegfliegen. Schön. Ja, da oben kann ruhig leben, egal. Bam, bada, bada, bam, babam. Oh, ich wollte nicht unbedingt da jetzt lang. Ich wollte eigentlich auch rechts gucken, aber dann gehen wir da unten lang. Aber Zeus. Oh, da kommen wir eh nicht lang. Hä? Wieso nicht? Es geht ja ab. Hm? Hä? Zur Fabrik oder was? Ah, Alarm! Sicherheitsdienst! Luigi! Och nö! Ja, hilf wohl nichts. Oh, ich dachte, ich muss mich jetzt auch sehen lassen. Luigi, alles okay? Das wird vermutlich jedes Mal passieren, wenn eine Wache euch mit eurer Lampe erwischt. Wir müssen hier weiter, aber ich habe keine Ahnung wie. Da ist ein einzelnes Fass. Einfach so. Ohne Grund. Okay, mit uns noch ein paar, aber trotzdem. Luigi, streng deinen Kopf an. Was kann man mit einem Fass machen? Ja, mach einen Tunlink nach. Hm? Hast du eine Idee? Du willst dieses Fass als Sichtschutz nutzen, Luigi? Um mit dem Fass das Licht des Wächters zu blocken? Absolut genial! Ein Fass voll Luigi! Ich versuche gerade auszurechnen, wie viele Liter Luigi das sind. Würde mal sagen, ein Liter Luigi? Okay, mach! Okay. Das kenne ich doch noch aus. Was war das? Super Saga? Im Wald? Aber warum mögen die uns hier nicht? Also warum machen die das überhaupt? Oh, die nehmen sogar das Fass mit Luigi mit. Okay. Wieso kann ich den Hammer schwingen? Wie komme ich denn da durch? Ist ja schön und gut, Luigi, dass du da durchkommst. Ach so ist das gemeint. Er stellt sich extra davor, damit ich dann mich hinter ihm stellen kann. Oh, ich bin außerdem mit B gesprungen. Luigi, ich will da gern hoch. Danke. Das ist actually ganz cool. Warte, stopp, stopp. Luigi, komm zurück. Luigi!
Okay. Hat sich das Fass gerade bewegt? Da ist doch jemand im Fass! Schnappt ihn euch! Ja, ich wollte nochmal zurückgehen, weil ich habe erst jetzt gesehen, dass hier ein Block ist und den hätte ich gerne. Also Luigi, tu dein Ding. Mach dein Ding. Ah, Mist, hat mich gesehen. Boah, dauert das auch immer so lange. Ja, ich habe es erst im letzten Moment bemerkt, dass Luigi gerade sich dahingestellt hat, wo ich hoch wollte. Ich wusste nicht, dass das von dort aus schon macht. Okay, schön. So schafft man es ja auch hier rüber. Ah, nein. Ach komm. Als ob ich jetzt so schlecht bin. Das war so der Hard Mode von dem Ocarina of Time Minispiel. Ihr wisst alle genau, was ich meine, oder? Komm schon, Luigi. Luigi! Was machst du? Nein, hier lang! Wir müssen hier lang, Luigi! Ja! Da ist nix. Das Fass war schon immer da. Idioten. Ich komm da nicht hoch. Oh, Achtung! Oh, doch, warte, jetzt komm ich hoch. Danke! Das wäre sonst schwieriger geworden, vermute ich. Luigi? Ich brauch dich mal. Luigi! Jetzt. Ding dong dong. Das war ich. Ich war das. Oh yeah. Mhm. Wer auch immer das, der Button angehalten hat, während Mario gelaufen ist, aber sehen wir mal drüber hinweg. Wie haben wir denn hier? Ihr habt euch an den Wachen vorbeigeschlichen? Unglaublich, wie habt ihr das geschafft? Seid ihr Gefangene? Im Rahmen nebenan befinden sich ein paar Wachen, stimmt's? Ich verrate euch was. Wenn man Eindringlinge schnappt, gibt's angeblich größere Portionen in der Kantine. Das wird auch, wohl auch der Grund sein, weshalb sich unsere Wachen so sehr ins Zeug legen. So sehr ins Zeug legen. Die sehen ein Fass, was man nicht da war, und denken sich nichts dabei. Mein älterer Bruder wurde auch hergebracht. Seitdem er für den Wachdienst eingeteilt wurde, fühlt er sich ziemlich seltsam auf. Vielleicht geben sie denen ja irgendwelche, ich sag mal, Consumables. An diesem Ort kontrollieren wir das Frachtgut, das bei uns eintrifft. Ich hörte, soll auch etwas von diesem diesem wichtigen Zeug dabei sein. Also Obacht bei der Handhabung, klar? Aha. Im nächsten Rahmen findet sich ein richtig langes Förderband. Bei der Menge an Kisten, die man inspizieren muss, gerät man schnell ins Schwitzen. Aha, Luigi muss mich nicht gleich hauen. Ah, das ist ein Gegner! Ah, oh, Mario! Direkt durch den Bauch! Oh, Hilfe! Jetzt nochmal nachahmen, wie es gerade gezeigt wurde. Aua. Aber es ist der falsche Bro gewesen. Jetzt hat sich die Zeitschleife verändert. Ja, Eierlauf, oder? Ich kann hoffen, dass der Eierlauf auf einen Gegner genug Damage macht und der andere dann easy mit Luigis, weiß nicht, Sprung, Hammer, was auch immer, erledigt werden kann. Bäh! Ja! Wie sich die Bossen freuen. Ramhi! Schön auf den Schacke gelandet, Yoshi. Oh Mann. Oh! Oh! Ich bin so schlecht in diesem Angriff. Aber den treffe ich. Den treffe ich zumindest. Das ist doch schon mal was. Oh yeah. Luigi time. Er lebt noch. Kollege. Ist genug jetzt. Hau ab. Tschüss. Schmeiß dir den Hammer vor. Ja, ich bin hier gerade komplett durcheinander. Ich glaube, es ist ja noch hier und da noch was zu erkunden und alles. Seht euch nur diesen grandiosen Arm an und erst diese butterweichen Bewegungen. Und wie stabil und standsicher er steht. Dagegen sieht die Schwankfelsschale alt aus. Ha! Ich kann förmlich spüren, wie mich neue Inspiration ereilt. Wie wundervoll. Meinst du den Arm hier? Und wo geht das hinunter? Wollen wir da lang? Früher da bin ich selbst den schnellsten Sandhain davon gelaufen. Ungelogen, kein Flachs. Wie mich jetzt so ein blödes Federvieh schnappen konnte, ist mir ein Rätsel. Tja. Was für eine Packerei! Hey, ihr da, steht nicht rum, packt gefälligst mit an! Diese gruseligen Kerle wollen noch mehr, Omas eine Freude bereiten. Omas eine Freude bereiten? Wie bitte? Warte.
Diese Kerle wollen noch mehr Omas eine Freude bereiten. Was? Hätte ich geahnt, wie anstrengend die Arbeit hier ist, dann hätte ich mich sicher nicht bei einer Fabrik beworben, die Omnibus-Ersatzteile herstellt. Ja, genau. Die dürfen das Wort Om nicht sagen oder was auch immer danach kommt. Manchmal lugt so ein dunkelrotes Ding zwischen unseren Frachtgütern hervor. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es macht mir auf jeden Fall Angst. Aufpassen. Vielleicht willst du das ja umbringen. Hey, ihr zwei! Ihr habt doch Hämmer dabei. Stimmt's oder habe ich recht? Dürfte ich euch um einen Gefallen bitten? Ich soll den Schalter hier drücken, aber das blöde Ding scheint zu klemmen. Ja, weil du nicht Mario bist. You ain't him. Aber ich bin Mario. Ja! Ein One-Up. Den behalten wir aber. Was haben wir noch? Ein Fuffi. Ich hab schon 5000 Coins. Das soll ich mal ausgeben, glaube ich. Ja, Mario. Du bist nicht Mario, Luigi. Darfst nicht. Komm schon. Kannst es ja versuchen. Geht nicht, sag ich doch. Ich würde kommen da. Oder generell, wie viele gibt's denn hier? Hä? Oder kommen immer wieder neue und die sind einfach alle leer? Nee, jetzt kommt gar nichts mehr. Jetzt haben wir alle. Nee, doch nicht. Da ist noch einer. Nee, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich lasse es. Ich lasse es mal gut sein. In meinem letzten Urlaub habe ich richtig tolle Sachen erlebt. Und dann bin ich aufgewacht und habe gemerkt, dass ich doch auf der Arbeit war. Oh, er hat geträumt. Hab so lange gebraucht, um das zu checken. Hey, schau mal, Saftus-Notiz 2. Liegt ja einfach so auf dem Boden rum. Man zwingt sie unter schlimmsten Umständen Tag und Nacht das Omen zu produzieren. Und dann hört sich zu allem Überfluss auch noch Folgendes. Ein Glück, dass wir Meister Steckdorf haben. Ich hatte Gänsehaut, als das Land zerbrach. Ich wette, die nächste Phase seines Planes wird noch unglaublicher. Ich bin gespannt. Ich könnte platzen vor Wut, doch ich sollte lieber weiter aufzeichnen, was ich miterlebe. Auf dass uns eines Tages ein Held retten möge. Zeitzeuge Saftus. Wir retten dich, Saftus! Uff, ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Wenn ich einen auf Erschöpft mache, lassen mich die Wachen vielleicht einfach liegen. Ha? Ihr habt euch Sorgen um mich gemacht? Ach, was? Probiert's einfach selbst mal aus. What? Die sind alle verrückt geworden. Ich wusste es. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Aha. Aha. Interessant. Interessant. Okay, also geht's ja auf jeden Fall weiter. Hier ist eine Abkürzung gewesen. Wir hätten eh nicht nach rechts gekommen am Anfang. Mussten nach unten. Und jetzt? Will ich mal versuchen, nach ganz unten zu gehen. Yahoo! Yep. Nö. Geht nicht. Kann nicht. Und mit dir will ich auch nichts zu tun haben. Nein. Nö. Komm, Luigi. Lasst uns hier hoch. Oder runter? Unten ist was. Hohoho! Moneten! Und ein Bonbon. Jaha, ein Bonbon. Falls wir das mal gebrauchen sollten. Das wird auf jeden Fall nicht langweilig, Freunde. Keineswegs. Was zum... Was geht hier ab? Luigi, bist du zu blöd dafür? Die Idee kommst du nicht? Ja, mach ich alles alleine. Sorry, Luigi. Du stirbst halt jetzt. Ciao. Mario. Ah, das Tor ist aufgegangen, wo wir lang wollen. Cool. Nochmal. Nee, natürlich nicht. Warte, wo führt das denn dann hin? Oben wieder raus? Probieren wir es mal. Das würde aber Sinn machen. Aber irgendwie zu einfach, oder? Ja, doch. Eigentlich ist das ein bisschen zu einfach. Jetzt sind wir wieder hier. Weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Aber Freunde, ich weiß auf jeden Fall, was ich davon halten würde, wenn ihr den Like-Button drückt und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Knips, knips. Und dann finden wir heraus, wie es ein Giga-Leuchtturm hoch 2 weitergeht mit Mario und Luigi. Brothership.